Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unrailed. Mit Matthias. Ja, Auch wenn er hallo, gerade hallo. wegläuft. Und ja, wir mussten einmal kurz, um in das Menü zu kommen, Game Over gehen. Auch cool gemacht. Wir können unsere Schrauben anscheinend nicht mehr ausgeben, die wir noch gespeichert hatten von letztem Mal. Komm, wir gehen mal hier hin. Wohin? Hier. Da werde ich kommen. War komplizierter Weg. Ja, es Sieht immer ist. so witzig aus, wenn du ganz langsam rausläufst. Never ending. Ich bin ja eher dafür, wir gehen hier. Ne? Folge ist schon zu Ende, weil es war schön mit euch. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. So, jetzt reicht's auch. Na, mal gehen. Mal. Generiere Welt. Okay. Gut, hier waren wir. Ich leg mal direkt die Schienen, ne? Das ist aber der Abschnitt, den wir schon gemacht hatten, ne? Ja. Weiß. Aber das Problem ist halt, dass wir scheinbar den Checkpoint und den Spielstand nicht korrekt nutzen können. Also anscheinend muss man den Spielstand an einem Checkpoint Ja, sonst speichern. fängt man am Checkpoint an. Das ist ein bisschen doof, aber. Ey, ich hasse diese Steuerung, ne? Gerade wenn es darum geht, sich bewegende Ziele zu treffen. So. Stein. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht nicht siehst, aber Holz fehlt gerade. Du hast doch gerade die Hacke. Was ist denn das Ja. Problem? Das unser Zug gerade. Ja, dann mach doch mal was. Muss alles machen, Ja, nur richtig. damit du Holz hacken gehen kannst. Nee, Stein Ich hacken. kann auch im Holz hacken. Das ist ein Problem. Alles gut. Mach keinen Stress. Du hast auch gleich den Weg für die Eisenbahn. Den Weg für die Eisenbahn. Ja, der Weg, den man ganz gut nehmen kann. Nee, wo ist der? Ja, da wo ich gerade das Holz abgefällt habe. Ja, okay, das ist gut. Nee, lass mich mal kurz mit dem Holz hier hin. Nein. Sehe ich gar nicht auf. Wenn ich zu spitz hacke, bin ich da oben, Hummer. Auch nur Hinter Stein. Habe ich gehört. Ja, aber wir brauchen noch einmal Wasser auf dem Zug. Machst du das mal eben? Der Pinguin eilt. Hier lang wolltest du bahnen, also so Ja, geht das das. so. Da. Ist das, glaube ich, eine ganz gute Variante. Dann können wir nämlich hier lang gehen und dann passt das. Guck mal irgendwas an. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oh Gott, unser Zug brennt und ich bin da reingelaufen. Kannst du mal den Zug löschen und die Schienen da eben holen, die ich da fallen gelassen habe? Danke. Bin auch wieder da. Gut, gut. Profi. Ach ja, dass der immer anfängt zu brennen, nur weil da ein bisschen Wasser fehlt. Schlimm ist sowas.
fange auch nicht immer zu brennen, nur weil ich Durst habe. Das ist ein guter Punkt. Du hast hier ein Holzlager gemacht, das ist gut. Unser Wassereimer, den hast du gerade. Ah. Ich glaube, wir bräuchten gleich mal Stein. Kannst du dich um Stein kümmern? Ja. Holz ist ja erstmal genug da. Weil der Stein kommt. Aber immerhin, wir müssen das positiv sehen, also kriegen wir ein bisschen Übung im Schneebio. Ja. Wir haben uns ja auch schon schlechter angestellt als jetzt gerade, glaube ich. Ja, doch. Warte, ich bring Stein. Hm, du bist geschickt neben dem Waggon, oder nicht? Auch nicht schlimm. Ich schon noch eingelegt. Willst du die Axt noch? Ja, ich muss hier sowieso noch mal hin. Na gut. Ich muss hinten rumgehen, aber ist egal. Ready bauen? Jo. Alles da, ne? Sehr gut. Da hier waren wir, oder? Glaub wohl. Hatten wir zwei geschafft. Drei Schrauben. Müssen wir auf die Lok sparen? Ich glaube, ne? Ich glaube, das war ist eine ganz gute Idee. Na gut, dann machen wir das. Hilfe, ich werde gejetit. Ein paar Schienen gelegt, ja. Ne? Okay. Ich nehme die mal kurz weg. So. Yeti ist schon mal weg. Sehr gut. Noch mal kurz Holz mit. Jetzt wird dunkel. Ja, dunkel ist gut, kann man super Thumbnails mitmachen, aber heute gesehen. Ach so. Ich glaube, ich habe als Thumbnail einfach das Bild von dem Spiel genommen. Beides mal auf beiden Folgen bisher das gleiche Thumbnail gemacht. Ich habe erst für das erste heute gemacht, weil ich nur die erste Folge gerendert habe. Ich habe inzwischen beide hochgeladen und getimed schon. Ja, getimed ist die erste auch. Gedacht, bevor ich die Zeiten vergesse. Ich hab's mir in den Kalender geschrieben. Ja, ist nicht schlimm. Ich baue ja schon. Komm, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ja, ich würde echt mal sagen, da wo du gerade langläufst. Ich bring geh ich schon aus. Ich komm mal kurz hier hoch und hol mal Holz an. Dann mach ich immer wieder den Stein weg, ne? Ja, wie gesagt, wir brauchen auch noch. Ja. Hier liegt noch ein bisschen Stein, ich mach ein bisschen Holz. Jo, das ist gut. Mit dem Eis ist, glaube ich, angenehmer. Das steuert sich zwar ein bisschen schwammiger, aber immerhin stockt man nicht laufend. Thank you.
Oh oh. Bin hier gefangen. Ich glaube, das war ein bisschen ungeschickt, wie ich die gelegt habe. Das ist durchaus richtig. Du kommst nicht an die Schienen dran. Da kommst du an die Schienen dran. Warte mal. Jetzt ist es eh zu spät. Also da müssen wir auf was ist eine Engstelle. Da sollten wir nicht so. Da sollten wir nicht straight hochlegen. Nicht von links nach rechts quer rüber. Ja, wär eine Idee wert. Schade, ich dachte, ich könnte den letzten Balkon so einzeln anhalten. Willst du nochmal einen Checkpoint laden oder wollen wir auch einen neuen Seed nehmen? Das ist mir relativ egal, wir können. Wenn was das Checkpoint laden würde, heißen wir machen den ersten Level nochmal neu. Richtig. Ja, wir können einen neuen Seed nehmen. Egal. Dann machen wir mit neuen Seed, aber dann müsste ich. Mein Spiel ist gerade abgespielt. Ja, ist nicht schlimm. Doch. Machen wir kurz einen Cut und sagen wir bis gleich im Mac. Ah ne, ich bin wieder da. Wir sind wieder da. Ja, hier. Tag. Hallo, hier. Hier die Session-ID. Super cool. Geheim. Ich glaube, die ändert sich jedes Mal. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ihr könnt ja unseren Seed sehen. Ja, genau. Wir spielen nicht Versus. Machen wir irgendwann mal, wenn wir uns tierisch auf den Keks gehen wollen. Das ist ja auch schon nervig. Wir müssen direkt mit Brücken anfangen hier. Sieh das mal an. Hast du jetzt nur Holz was machst du da? Siehst du irgendwo einen Baum, den man abbauen könnte, Tobi? Ja, pack. Ja, nee. Können wir jetzt nicht im Anfängerlevel scheitern? Tun wir auch nicht. Was ist mit dir falsch? Ja, das Holz brauche ich für die Brücke zu schrauben. Das Holz brauche ich für Schienen, das scheitert mir im Anfängerlevel. Freundlich wie ich bin, habe ich dir da sogar die Schiene gebracht, den Holzscheit gebracht. Denk dran, wir brauchen noch eine Brücke neben der Brücke. Ne? Ja, ja. Ich hab mal kurz die Räuber kaputt gemacht. Ja, alles noch easy am Anfang. Leicht. Nicht wie du dich anstellst. Wollen wir gleich mal ausprobieren, was passiert, wenn wir nicht für die Wüste die Lok kaufen? Und das gerne draußen. Können wir machen, ja. Holz im Zug getan, ne. Nee, das wäre hilfreich. Ich musste erst die Hacke wegnehmen. Warum läufst du denn so einen weiten Weg? Wir haben doch hier einen Durchgang. Mhm. Schlauer Mensch, hab die Schiene mitgenommen und wollte hier in den Zug reintun.
Das ist objektiv gesehen nicht schlau. Der Zug brennt. Ich weiß. Ich sehe es. Still. Nur ein Zug. Schlimmes. Hab ich schon oft genug gesagt, aber ich sag's immer wieder. Solange ich nicht brenne, ist mir das egal. Mag egoistisch klingen, ist aber so. Also du meinst, wir kaufen uns gleich irgendwelche anderen Sachen, aber nicht die Sachen für die... nicht die Lokomotive. Ja, ich würde halt gerne mal rausfinden, was dann passiert. Ja. Ja. Weil, was ich halt gesehen habe, ist, die Lokomotiven machen den Zug halt schneller, ne? Ja. Und wenn die halt nicht notwendig für das Biom sind, kann man halt sozusagen bewusst auf die Lokomotive verzichten und sich das Spiel vielleicht ein bisschen einfacher gestalten. Ja, ich verstehe, was du meinst. Klingt sinnvoll. Wie lange läuft die Folge jetzt eigentlich noch? Viertelstunde, glaube ich, ne? Wir waren bei 10 Minuten, als wir abgebrochen haben. Ja, okay. 20 Minuten können wir machen. Kriegen wir hin. Ein bisschen länger wird dann. Beschwert sich kein Zuschauer. Doch, ich. Ist kein Zuschauer. Schreib das bei dir unter das Video. Ach, könnt ihr jetzt mal aufhören, hier zu böllern, ihr Vollidioten? Nur noch 2 Wochen. Mich genau. Ja, Dortmund hat nur unentschieden gespielt, ne? Da muss man direkt rumknallern. Ja. Während der Zug in der Kurve ist, kann man da nichts machen. Ich brauch nochmal Stein. Ach, bist du da, okay. Mann, ey. Ein Stein lag da auch. Direkt neben mir. Ja. Ja. Ja, verstanden. So, lass mal den Stein kurz da liegen, wir sollen 20 Materialien auf einem Stapel bauen. Ich bin mal dabei. Brauche aber gleich noch einen. Na, dann nimm dir hier schnell einen weg. Easy. Dann baue ich hier zu, ne? Jo. Nee, geht nicht, du hast mich da weggeschoben. Da kommen wir hoffentlich noch dran an die Steine. Wir sind sehr belastet. Wer halt belasten will, ich wollte gerade sagen. So, was haben wir denn für einen Waggon? Dynamit brauchen wir nicht, zeig dir den Weg. Das geht nicht, was wir da machen, weißt du das? Ey! Und dann muss ich den wieder wegbringen. Wieso genau kannst du dir jetzt von den 2 Schrauben, die wir noch haben, diesen 1 Schrauben kostenden Waggon nicht kaufen? Wie hast du das? Was hast du da gerade für einen Waggon geholt? Ja, den einer Wagenaufrüstung. Das ist, da steht jetzt ja nur die 2, weil das zweite ist. Wo wir noch den Waggon Welche? Haben, der uns den Weg zeigt. Oder den. Ah ne, den können wir nicht mehr. Ja, mach mal, nimm mal mit. Probieren wir mal aus, ne? Ach! Nee, den nehm ich mit. Jetzt mach ich hier. Wo bist du denn hin? Da, anscheinend. Ach, das ist so ein Kompass nur. Okay. Ja, reicht doch. Du ziehst voll das Let's Play in die Länge. Ja, wir kommen noch an den Stein.
Weiß gar nicht, welchen Stein du meinst. Wenn mir ein Stein jetzt witzigerweise mal aus der Mitte raus. Bau mal hier gerade aus den einen Baum auch an die Seite, bitte. Ich hoffe, du weißt, welchen ich meine. Hast du schon? Glaube ja. Hast du schon gemacht und dann sind da Räuber. Ja, die werden jetzt fachgerecht zerlegt. Hast du? Keine macht den Drogenkinders. Könnte dann, sagen wir, wieder Tag werden. Willst du eine Brücke bauen? Oder willst du eine... Ja. Ja, dachte ich so. Ja, mach ich. Aber brauchst ja nur eine Brücke bauen. Zwei einer. Ja. Denkt an die Kinder. Das haben wir jetzt auch wieder geschickt eingefädelt. Wieso? Ich hab extra geguckt, dass man hinterm Bahnhof rumgehen kann. Immer die Spitzhacke. Nee. Mhm. Gut, okay. Guck mal, wie locker man hier nicht durchkommt. Guck mal. Grandios. Wir haben keinen Stein mehr, Tobi. Was ist da los? Du hast keinen Stein abgebaut, weil die Spitzhacke woanders war. Dann ist da noch ein Stein. Ich habe ja 30 Materialien auf einen Haufen. Habe ich keinen Bock drauf. So viel kann man normalerweise gar nicht auf einen Haufen tun. Ich noch Stein. Ich möchte da oben nur die Bisons nicht großartig entwirren. Ja, das ist ganz sinnvoll. Wir brauchen aber Holz. Ja, da liegt die Axt. Ich bin der Streckenbaumeister. Das sind jetzt 12. Mal gucken. Vielleicht krieg ich die 30 da doch drauf. Easy. Was ist die Musik weg? Weiß ich nicht. Weiß ich auch. Keine mehr da. Brauch noch ein bisschen Holz, ne? Ja, ein. Ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt an ein Holz kommen sollen, aber ist egal. Ich fange schon mal an, das Holz umzuladen. Das ist Stein.
meine ich dumm? Was habe ich gesagt? Holz. Kann man doch so viel stapeln. Sehr gut. Was ist das für ein Vakuum? Diese Wegfindung können wir jetzt kaufen. Wow. Ich finde ja hier den mittleren oben ganz schon ganz nett, ne? Ja. Klingt sinnvoll. Die Schraube da oben noch mitnehmen? Ja. Kann man machen. Spitzhack. Du hast ja erstmal hier eine Menge Holz abgebaut, also das ist gut. Ja, wenn ich das richtig mache, brauche ich ein Holz für die Brücke da oben. Das kriegen wir hoffentlich hin. Ja. Das kann ich entfernen. Zug brennt. Ich sehe es selbst. Meine Güte, du machst ja immer gleich ins Hemd, wenn der Zug mal einmal anfängt, ein bisschen rumzuzündeln. Sehr gut. So, die Spitzhacke da noch, oder? Ne, die liegt hier unten. Jetzt habe ich sie noch nicht. Ja, yeah, das war die Frage, ob du die noch mitnimmst. Nee, bevor nee. Die da vergessen. Ja komm, wir machen gleich beide Brückenteile hin. Da unten ist ein Schraub. Wir brauchen erstmal das Holz.
Genial, Tobi. Genial. Siehst du, hast du gesehen, wo ich die Brücke hingebaut habe? Das ist gut. Ich wollte die daneben bauen, um an den Wald zu kommen. Nee, finde ich gut. Das ist auch. Ich baue noch einen hoch, genau. Für die Werkzeuge beide bei dir, ja. Ne? Ja. Nee, da kommst du nicht hin. Ich kühle erstmal den Zug hier. Ja, mach das mal. Ich mach mal hier auf. Ich hab die Brücke da ja verkackt. So, jetzt kannst du hier hinkommen. Nimm mal gleich das Holz mit. Ein Holz. Das ist stark. Von dir. Ich weiß. Ist mir dann auch aufgefallen. Alter, hast du genug Holz abgebaut für die Schienen? Nee. Natürlich nicht. Wir brauchen noch Holz für die Schienen. Ja, wir haben noch einen bequemen Vorsprung da. Ja. Nur weil du da die scheiß Brücke nicht richtig hinsetzen konntest? Ja. Was hast du mit dem Holz gemacht? Die Schraube geholt, warum? So. So, da sollte ich nämlich. Ja, da irgendwo wäre besser gewesen. Machen wir nur einen Stein in der. Ich fühle nochmal den Zug gegen. Ich nehme mal das Holz hier unten mal mit. Haben wir ein bisschen Starting-Rohstoffe. Genau, eben das Holz da ab und dann mache ich hier gleich zu. Mann. So. Ja, nur bei den 20 Minuten passt doch. Hier ist jetzt auch das zu Ende, das wir speichern können, ne? Oh, ich glaub wohl, ja. Aber wir konnten letztes Mal keinen Waggon nehmen, weißt du das noch? Ne, ich erinnere mich nicht. Hit Chapin, zwar. Sollen wir mal einen rüberstellen? Hier, komm. Mach mal. Alles klar. Ja. Easy Game. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Hoffe, hat es euch gefallen. Hoffentlich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Unwailed wieder. Wenn wir beide wieder versuchen, uns gegenseitig zu nerven. Genau. So sieht's aus. Dann. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.